Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und weiter geht's wieder mit der Scharnhorst. Und zwar mit der Ausgabe 52. Und da werden Leisten geliefert. Und zwar die 1,5 x 4 mm Leisten. Und zwar die langen, die 270 mm langen. Für die Zweitbeplankung. Die wird in dieser Ausgabe auch fortgeführt. Und zwar wollte ich eigentlich darauf verzichten, das weiter zu zeigen. Aber ein paar haben gesagt, Mensch, zeig doch nochmal, wie du das machst. Und ja, dem aufmerksamen Beobachter wird schon aufgefallen sein, dass ich das auf dieser Seite schon angefangen habe, auf der Steuerbordseite. Nur hier vorne fehlt noch ein Stück von der Ausgabe 52. Das heißt, ich zeige jetzt gleich hier im hinteren Bereich, wird damit angefangen, wie ich das im Einzelnen gemacht habe. Aufmerksame Beobachter werden auf meiner Facebook-Seite Marios Schiffsmodellbau schon gesehen haben, ein paar Bilder, wie ich das gemacht habe. Und zwar benutze ich dann jetzt solche, ja, Schraubzwingen kann man ja nicht sagen, solche Zwingen, um dann die Leisten mit Klebe hier dran zu halten. So, legen wir gleich mal los und fangen hier in dem hinteren Bereich an. Ich werde euch dann einmal umpositionieren, damit ihr da besser hinluschern könnt. Und ja, legen wir los und kleben wir ein paar Leisten. Wie gesagt, als erstes fangen wir hier in dem hinteren Bereich an. Da legen wir uns dann erstmal eine Leiste an, wie sie dann nachher die Position findet. Und dann kann man hier hinten an dem Formheckteil aus Plastik, da ist das dann leicht schräge, das kann man dann mit, ne, mit einem Schleifklotz einmal leicht anschrägen. Eventuelle kleine Lücken braucht ihr euch noch keinen Kopf machen. Es wird sowieso noch vernünftig glatt geschliffen, das Ganze. Und unter Umständen, auch bei mir sind schon ein paar Lücken zu sehen, wird dann noch ein wenig gespachtelt. Und dann, ja, kommt nachher, hier muss ich mal gucken, ich will nichts Falsches sagen, so eine Art Porenfüller noch dann rauf, der dann, wie gesagt, kleine Lücken schließt. Denn wir wollen ja nachher einen ganz glatten Rumpf haben, denn hier wird ja sozusagen ein Stahlrumpf simuliert. So, dann geben wir einmal Kleber auf die Leiste. Und man kann dann ruhig auf die Stirnfläche hier, kann man ruhig auch ein bisschen rauf machen. Dann verklebt die Leiste mit der anderen zusammen, die darunter liegt. Das ist auch nicht unbedingt das Verkehrteste. So, und dann habe ich mir dann hier eine Schraubzwinge genommen und dann hier einmal eingeklemmt und sie so schön angedrückt. Vom, ne, das kennen wir Modellbauer oder ja, wir Spieljungs ja sowieso. Vom Werkzeug kann man eigentlich nie genug haben. Deswegen diese gelbe hier, die werden vielleicht einige kennen. Die sind von der Firma All die schönen Sachen. Und aber wie gesagt, also funktionieren tun die auch ganz gut. Einmal im Jahr haben die ja immer solche Sachen im Angebot. Aber ich werde mir hier von dieser Firma hier, werde ich mir noch ein paar zulegen. Zwar werde ich die für dieses Modell nicht mehr brauchen, aber naja, wir wollen ja noch ein paar mehr bauen, ne? So, wenn man die eingeklemmt hat, ruhig ein bisschen andrücken.
So, das war es dann quasi mit der ersten Leiste. Jetzt muss man natürlich noch ein bisschen warten, aber in der Zwischenzeit, ich guck mal, ob ich das gedreht bekomme, werde ich dann hier die Leisten, die hier vorne noch rankommen, die werde ich dann jetzt mal zuschneiden. Und ja, um sie dann nachher zur weiteren Verarbeitung vorbereiten. Also wie gesagt, hier, das lassen wir jetzt ein paar Minuten trocknen, weil der Holzkleber klebt ja nach 5 Minuten und dann kommen die nächsten Leisten ran und wenn die nächste angeklebt wird, hält automatisch dann die darunter ja gleich mit. Also wie gesagt, lassen wir das Ganze einmal ein bisschen anziehen. Auf zur zweiten Runde. Erstmal die Klemmen ab. So, wieder anhalten, gucken. Bisschen nachschleifen. Und ja, wie gehabt. Mit Kleber einmatschen. Und das gleiche in grün, ne? Wieder auflegen, Klemme ran. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, das machen auch welche. Die nageln die dann fest. Also ich nagel euch hier nicht fest, ha, wieder ein schönes Wortspiel. Nein, ich mache das nicht. Ich aus dem einfachen Grunde nicht, weil die ganzen Nägel muss man dann ziehen und alle Löcher zuspachteln. Und ich sag mal so, normal hat man ja Zeit in Ruhe, das alles so zu machen. Ich habe dann, wo ich die erste, sprich die Steuerbordhälfte Seite angefangen habe, in der Zwischenzeit habe ich dann an einem anderen Modell weitergearbeitet. Da habe ich dann auch immer Leisten verklebt, also sprich Decksleisten habe ich da verklebt und da musste ich dann auch immer ein bisschen warten und so hat sich das dann gut ergeben, also ergänzt. Das kann man natürlich dann auch immer machen. Im Zweifelsfall hätte man ja jetzt, in dem Moment, wo man Leisten klebt, und die Abonnenten ja die nächsten Ausgaben auch in den Händen halten, da könnte man ja dann jetzt sozusagen schon mal mit Ausgabe 53 anfangen und dann, um dann Ätzteile zu verkleben. Das wäre dann ja auch eine Alternative quasi. So, hier ist ein bisschen Leim übergequillt, den machen wir mal gleich weg, weil nachher ist das ein bisschen schwieriger, geht zwar auch gut. Das war Leiste Nummer 2. So, und noch zwei. Dann ist diese Seite hier, also laut Baubeschreibung, ist dann hier das erste Teilstück fertig. Und dann machen wir hier nachher nach vorne weiter. Jo, hier sind die ersten 4 Leisten angebracht. Wie ihr hier seht, habe ich weitere Klemmen gefunden und werde dann jetzt sozusagen immer 2 Leisten gleichzeitig ankleben. Ja, die werden auch viele kennen, diese Klemmen, weil die gab es mal bei einem Modell als Werbegeschenk. So, mal gucken, euch mal umpositionieren. So, hier habe ich die erste Leiste von der nächsten Abteilung schon angebracht.
Nun geht es sozusagen weiter nach vorne. Ne? Hier werden dann, hier kommt dann die nächste Leiste ran. Und da ich jetzt 8 Klemmen habe, nehme ich für jede Leiste immer 4 und dann kann ich hier auch gleich die nächste weiter nach vorne anbringen. Also wie schon erwähnt, ne? Also man kann nicht genug Werkzeug haben, denn es wird immer gebraucht. Ne? Irgendwann steht man da, Mensch, hätte ich noch 1 oder 2 Klemmen mehr, ich könnte gleich noch ein bisschen weiter basteln. So muss ich dann warten, eine Pause machen. Gut, Pausen sind natürlich auch nicht schlecht. So, ich hoffe, ich kann hier auf jeden Fall einen kleinen Einblick machen, also bringen, wie ich es mache. Ob das jetzt so richtig ist und der Weisheit recht der letzte Schluss, das denke ich mal nicht, weil viele Leute, viele Meinungen und ja, jeder hat sein eigenes Rezept. Genau, hier vorne war das jetzt so. Da habe ich das, glaube ich, dann von der anderen Seite gemacht. Hey, das wird noch nichts. Einmal dichter kommen, damit ihr das hier vorne auch sehen könnt. Ich weiß nicht mehr, wie ich die gemacht habe, die vordere Leiste. Dabei war das erst gestern. Ja, man wird schon vergesslich. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin, ne? So, das war's dann schon wieder. Jetzt muss der Kleber erst trocknen. Also so kommen wir dann jetzt auch ganz gut vorwärts. Hier fehlen dann jetzt noch 2 Leisten und in dem vorderen Bereich 3 Leisten und ganz vorne fehlen dann noch jeweils 4. Für die andere Seite habe ich schon ein paar zugeschnitten. Die werden dann nur so kurz. Und ja, die kommen dann nachher zum Schluss ran.
Also ne, jetzt erstmal wieder den Kleber trocknen lassen. So, hier vorne habe ich nun auch schon weiter gemacht. Hier in dem hinteren Bereich, also ne, bis hier vorne. Ich habe auch schon mal einmal übergeschliffen, dass wir euch einmal zeigen. So, und hier in dem vorderen Bereich sollen ja nun auch immer vier Leisten angebracht werden. So, drei habe ich angebracht, die vierte lasse ich jetzt erstmal weg, weil im letzten Arbeitsschritt von dieser Ausgabe soll dann genau auf Mitte Schiff eine Leiste von vorne an angebracht werden, nach hinten bis zu diesem Steg hier. Und wie man jetzt hier sehen kann, passt hier jetzt keine ganze Leiste mehr zwischen. Und deswegen lasse ich die vierte jetzt weg. Ich denke mal, das wird bei jedem unterschiedlich sein, weil je nachdem, welche Abmessung die Leisten haben, ob sie genau 4 mm sind oder ein bisschen breiter, ein bisschen schmaler, dann wie viel Luft man lässt, was für einen Spalt man lässt, ob man das auf Null hinbekommt oder ob da ein Zehntel und da ein Zehntel und da ein Zehntel dazukommt. Also wie gesagt, jetzt kommen wir dann erstmal zum letzten Arbeitsschritt und hier wird dann jeweils eine Leiste eingepasst und dann nachher geschliffen. Gut, dann können wir erstmal anfangen und werden wir die Leisten auf Mitte Schiff ankleben. Dass wir dann langsam zum letzten Arbeitsschritt in dieser Ausgabe kommen. So, ich denke mal, das kriegt man einigermaßen hin nach Auge, weil hier werden ja nachher Leisten, wie man in der Vorschau schon sehen kann, dann hier sowieso immer eingeflickt. Das heißt, wir müssen hier sowieso immer Leisten anschrägen, um sie dann dort einzupassen. So, jetzt kann ich wieder mit meinen geliebten Gewichten arbeiten. Ganz vorne lasse ich das erstmal weg. Nicht, dass mir jetzt da noch ein Gewicht runterfällt, wenn ich die nächsten Leisten anbringe. Jetzt könnt ihr das gar nicht sehen, weil meine Metallgewichte davor stehen. Das heißt, eigentlich könnte ich dann ja euch mal hier mit rüber schwenken. Noch eine Leiste, die müssen wir dann ablenken.
Ja, die passt dazwischen. So, das war dann die Mittelstrebe, wollte ich gerade sagen, die Mittellinie, die wir aufgebracht haben. Und nun fehlt ja nur noch hier vorne. Da werden wir dann die Leisten auf Länge schneiden, so kein Rest passt. Reste sammle ich immer. Der könnte jetzt passen. So, das zeichnen wir uns dann mal an. Und das wird dann abgeschnitten, was ich angezeichnet habe. Passprobe machen passt noch nicht. Der Rest wird dann geschliffen. So, nun passt das rein. So, nun bereite ich dann noch die andere Seite vor. Und dann haben wir die Ausgabe quasi geschafft. Thank you.
Ja, was habe ich gemacht? Jetzt zum Schluss, ne, meine Gewichte runtergenommen, hier teilweise überschüssigen Leib einmal weggenommen, ein bisschen angeschliffen, damit man schon mal so ein bisschen die Form ganz gut erkennen kann. Das ist natürlich, ne, ich wiederhole mich da, noch kein finaler Schliff. Hier ist die Planke auch noch nicht ganz festgeklebt. Da helfe ich gleich nachher noch mal ein bisschen nach. Ja, und das war dann quasi Ausgabe 52. Wir können ja noch mal reinluschern. Genau so soll das dann nun aussehen. Mit den Planken, ja, ihr habt selber Schuld. Ihr wolltet das Ganze noch mal sehen, wie ich hier ein paar Planken anklebe. Gut, also, ne, das war es dann quasi mit der Ausgabe 52. Und freut euch schon auf 53. Ich freue mich da nicht so drauf. Es werden wieder Ätzteile verbaut. Vielleicht kann ich da ja 53, 54 eine Doppelfolge wieder machen, weil da kommen viele Ätzteile. Und ja, wie gesagt, freut euch drauf. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.